Guck mal die Enten schon wieder, ne? Was für ein Wetter, du. Jetzt bin ich hier auch noch weggerutscht mit meinen dreckigen Gummilatschen. Denn, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Digge. Eine neue Folge Pokémon Go. Ich bin ein bisschen in Eile. 11.15 Uhr habe ich einen Community Raid festgesetzt mit Capo Falla. Der ist aber nicht hier. Der ist da hinten oben drin. Hier ist 11.30 Uhr an der Wildartentafel, dann aber gleich der Community Raid noch für Mega God of War. Das heißt, zwei Stück heute am Mittwoch direkt nacheinander, aber trotzdem in zwei Videos verteilt. Vielleicht können wir euch dann nochmal hier die Rentiere zeigen. Das Valentins-Event hat begonnen, 10 Uhr. Es gibt beide Quabbel, neu als Shiny, das rosane und das blaue. Das Blaue wird schwieriger zu bekommen sein. Gibt es nur aus Feldforschungen, aus Eiern, aus irgendwas. Das Rosane kann auch wild sein, aber das Blaue war ja eh das GBL-Quabbel. Das war ja sowieso seltener. Wir müssen jetzt hier noch hochrennen. Dann muss ich erstmal gucken, wer sich überhaupt eingetragen hat. Die Leute dann einladen, aufschreiben, fangen, machen, tun. Hier nochmal kurz die Eule abfilmen. Gurr, gurr. Ich glaube, das war eher eine Taube. Die machen ja. Ich glaube, die machen gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist jetzt das Holzwildschwein. Das ist auch eigentlich eine Schutzhütte. Da könnt ihr theoretisch hoch und rein. Und das ist das Holzwildschwein und da sind auch Eier dran. Das ist ganz wichtig. Da sieht man auch, dass das ein Männchen ist. Guckt euch das an, wie herrlich das aussieht. Und hier muss ich mich jetzt irgendwo an den Zaun. So, jetzt habe ich mich auch wieder ein bisschen beruhigt. Ich musste jetzt wirklich so sehr hetzen. Es ist jetzt auch 15. Einen musste ich adden, der heißt Xiaomi. Ich hoffe mal, der hat dann angenommen auf dem anderen. Ich gehe mal kurz in den Community-Tab nochmal. Hier habe ich also Mega God of War gepostet und hier Capo Falla. Hier ist die Konda-Übersicht für Capo Falla. Das Ding ist Fee und Psycho. Nehmt am besten also Geist, Gift oder Stahl. Ich habe eine Metagross Armemia gezüchtet mit Kryptos und Normalen. Das muss mir reichen. Ihr könnt Mega Gengar und sowas auch nehmen. Ich werde heute Abend in der Rage-Stunde wieder die Bonbons boosten. 1996 und 2496 sind die 100er Werte. Merkt euch also 96. Dann zeige ich kurz, wen wir eigentlich einladen müssen. Miku, Jenna, Heise, Henry, Pokehunter, Xiaomi, Matze, Schäfe, Methodius, Badhead, das sind alle. Jetzt gehe ich hier mal drauf. Jetzt renn hier nicht rum. Ich kann euch gleich nochmal das Wildschwein zeigen vielleicht. So, drücken wir mal hier, drücken wir mal da. Machen private Gruppe. Ich hoffe, er hat jetzt angenommen. Gelb, Blau, Katz. Gelb, Schickkatz auch genannt. Gehen jetzt hier auf Einladen. 1, 2, 3, 4. Xiaomi fehlt noch. Spätestens, wenn Raid-Zeit ist zum Einladen, würde ich in die Freundschaftsanfragen gucken. Zum vielleicht noch annehmen. Ich kann noch ein paar Mal drauf, kann noch mal schauen, aber zwischendurch. Jetzt ist er da. Xiaomi wird auch grün angezeigt. Ist ja easy, gehst du auf neue Freunde. Hat noch Level 0. Wurde also auch noch mit eingeladen, das passt. So, 9. Ich denke mal, hier oben wird eh kein anderer mitmachen, großartig. Da kann ich es auch jetzt öffentlich stellen, warten, bis der Rest reingeht. Euch nochmal zeigen. Ich habe euch jetzt hier an diesen Zaun gehangen, weil das ist alles Wildgehege von unten bis oben, alles eingezäunt hin und her. Hier ist auch so ein Rundgang, da kann man einmal außen rum. Wie gesagt, da ist diese Schutzhütte, da ist dieses Holzwildschwein, deswegen das Ding heißt Holzwildschwein. Hier gibt es auch noch einen Holzbären und eine Holzeule und eine Holzschreckschraube. Ein Holzrussen gibt es noch nicht. Da muss ich mich erst in die Hocke und dann
nehmen wir das mal wieder hier hoch. Ihr seht schon bei empfohlene Teams, das ist ja schlau, hat es hier lauter Metagross rein. Wir haben auch unser Karsten Stahl-Team. Das Gute ist, für Capofala und für Capofala und für Mega Gardevoir, weil alles Fee ist, könnt ihr dasselbe Team nehmen. Genial. Das heißt, wir brauchen nicht mal eine Kondergrafik. Ich kämpfe jetzt einfach mit Karsten Stahl, Klick Stolunio, Magnetilo, Flunkiefer, Bronzel, Dicta. Ihr seid ja stark genug, da muss ich gar nichts machen. Aber hoffen, dass vielleicht ein Shiny kommt. Wenn nicht, heute Abend ist ja Raid-Stunde. Ach so, ja. Das ist zwar Typ Stahl, aber es hat gar keine Stahlattacken, dieses Klick. Kämpft hier mit Ladungsstoß. Jetzt werden sie wieder denken, wer ist das denn im Hintergrund? Was hat der denn da? Ich glaube, dadurch kriege ich dann weniger Bälle. Total bescheuert eben. Ich wiederhole nochmal, es sind minus 4 Grad. Aber so ein Spaziergang tut irgendwie gut. Jetzt muss ich aber schnell wieder rein. Mann, die sind ja gleich fertig. Es ist schon im roten Bereich. Jetzt ist egal, ob man Spukball oder Matschbombe macht. Ach so, gut, das Gengar ist eh direkt tot. Nehmt kein Gengar. Wenn, dann Mega-Gengar vielleicht. Aber sonst nix. Dann muss ich mich beeilen. Es ist nämlich jetzt 11.20 Uhr. Ich muss noch fangen. Muss noch runterrennen zum anderen am Eingang und dann noch Mega-Gardevoir machen. Und hier wissen wir, 96 ist das 100er. Wir haben 19,50, glaube ich. 19,50 und 19,71. So, nochmal kurz weg. Nochmal gucken, wie der fangbar ist. Zack, Kreis einstellen. Machen wir immer übers Werfen jetzt. Hat noch nicht gepasst, aber wir haben keine Zeit. Da will ich jetzt nicht 3 Jahre warten. Immer schön goldene Beere. Steht gerade in der Mitte. Also nicht zu doll werfen, nicht zu kurz, ist wieder so ein Mittelding. Wäre schön, wenn er jetzt da bleibt. Ansonsten, wenn er sich bewegt, ist das wie Kyogre. Richtig mies dann mit dem Fang. Dann wartest du eine halbe Stunde, dass der angreift. Und es passiert meistens nichts. Jetzt greift er an, also wieder gemütlich. Nicht zu doll, nicht zu lasch. Das war aber irgendwie zu weit links. Oh. Spielt niemals Pokémon mittendrin. Ihr müsst da voll in der Sache sein, wenn ihr aufgeregt seid, wenn ihr gehetzt seid, wenn ihr keine Zeit, keine Geduld habt, dann geht das eh immer nach hinten los. Also macht's nicht wie ich. Ich werde jetzt einfach so anfangen, den Ball zu curven, dass ich auch werfen kann, wenn der nach rechts geht oder nach links geht, um irgendwie versuchen Zeit zu sparen. Da ist er jetzt drin. Also 19,96 kann man sich eigentlich gut merken, 24,96 kann man sich merken. 11,15, XL sind 240, also die werden in der Raid-Stunde heute wohl voll werden. Ansonsten, ja, habt ihr sicherlich wieder hier eine Forschung. Ihr müsst noch die 100 Millionen Geschenke verschicken. Wenn ihr hier reinguckt, seht ihr ja liebliche Wünsche zum Valentinstag. Da habt ihr, glaube ich, dann 2 Seiten, wo ihr eine Forschung machen könnt. Macht das, fangt ein bisschen was. Und wer hat uns hier beehrt? Pfirsich Schatzi, Grüße gehen raus. Das ist das Holzpferd. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich renne jetzt runter zum anderen Raid. Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns gleich. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh, und Kulidita Glücksfreund geworden. Das, Grüße gehen raus an Kulidita und ciao. Bis zum nächsten Mal.